Willkommen zurück zu Witcher 3 und ich werde hier mal direkt zu der Schnellreise gehen. Denn ich brauche irgendwoher ein rotes Muttergen, um diesen Trank herzustellen. Ich denke, wenn wir Schwarzzweig nehmen, macht das Sinn. Moment, Alchemie-Zutat. Ich weiß gar nicht, aber das war, glaube ich, dieser Typ, wo wir gar nicht rein konnten. Ich probiere es einfach mal. So. Mann des Barons, der wieder in mich reinläuft. Ich habe das Gefühl, die machen das absichtlich. Dann... Da vorne. Okay. Wenn wir jetzt hier nichts finden, werde ich einfach eine andere Nebenquest einschieben. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas, was vergiftet. Wir könnten natürlich auch mal mit dem Trank Donner versuchen. Ich glaube, der vergiftet auch. Und mal, du warst, glaube ich, ein normaler Händler. Ja, kaufen. Buy in or just peruse in. Show me what you've got on offer. Richtig, du warst ja der Quintspieler und du hattest nichts. Außer dieser Karte. Und irgendwelche fünfte Essenz, ich weiß nicht, was das ist. Um Hexe-Ausrüstung zu finden. Ich weiß nicht, ob sie es lohnt, was mal zu kaufen. Machen wir einfach mal. So long. Ich hoffe nur, das führt einem nicht zu irgendwas, was man dann schon mal gefunden hat. Das wäre blöd. Alternative, wie gesagt, dass ich auch immer die falschen Knöpfe drücke. Da oben, da muss ich vorne abbiegen. Okay. Über die Brücke. Nein, nicht über die Brücke. Hä? Nee, das ist der kleinere Weg. Ich erkenne das immer nie. Da erstmal noch eine Zweizahnblüte mitnehmen. Wenn ich auf der Weltkarte gucke, sieht immer alles so weit weg aus. Wenn ich dann hier laufe, dann ist eigentlich gar nicht so weit entfernt. Jemand zu Hause? Darf ich jetzt vielleicht hier rein? Immer noch abgeschlossen. Na. Shit. Was ist, wenn ich deine Ziege töte? Kommst du dann raus? Komisch. Was hat das mit dieser Hütte auf sich? Voll die Trollhütte. Ich weiß auch nicht, welche Kreaturen das Untergehen droppen. Bei den Neckar wissen wir ja, dass man... Ja gut, die hatten, glaube ich, grüne und blau. Ist die Frage, ob wir Neckar finden. Vielleicht haben die ja auch andere. Das da vorne sind aber wohl eher Ertrunkene. Lauf nicht weg, ich möchte ausnahmsweise mal kämpfen. Hallo? Bleib stehen. Bleib stehen, wenn ich mit dir kämpfen will. Es lebt noch. Ich glaube, mein Handschuh brennt. Das sieht irgendwie gerade komisch aus. So, was haben wir denn da auch noch? Ertrunkene. Welche Gegend war das denn mit Neckar? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht am Wasser, irgendwie eher so im Wald. Da unten gibt es noch so ein Anschlagbrett.
Oder hierhin. Sollen wir hierhin gehen? Nach Mittelhain eher. Okay. Vielleicht mache ich das Ganze mit der Plötze. Das ist vielleicht besser. Komm hin. Auch wenn ich so ganz gern durch die Gegend laufe, aber... 20 Minuten Video, wo ich nur durch die Gegend laufe, ist vielleicht noch nicht so toll. Deserteure, hallo. Ihr habt nicht zufällig was dabei, was ich gebrauchen kann. Lala, Quinn. Oh, oh ja, ihr fangt schon wieder an mit Schießen. Hilft es, wenn ich zickzack laufe? Ach nö, jetzt meine Stahlwaffe auch kaputt, ey. Ich glaub's ja nicht. Immer dasselbe. Kann ich die vielleicht gerade mal ganz schnell reparieren? Jetzt, wo ich endlich mal ein Reparaturkit dabei habe. Moment. Ach du Scheiße. Ich habe den gerade gezweiteilt. Ich dachte auch, ich visiere eigentlich den anderen an und dann habe ich den zerteilt. Der daneben dran stand. Habe ich das richtig gesehen? Dass ihr immer noch so mutig seid, wundert mich. Nachdem ich das mit euren Freunden angerichtet habe. Schinkbrötchen. So. Dann Fallenstelle, Stiefel, Kram, 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 Kram. Ist das denn hier ein Brunnen? Was gibt's denn Feines in der Hütte? Das sieht irgendwie nicht so lecker aus. Wasser. Und Honig, okay. Das war's allerdings hier. Da vorne rollt der Kopf übrigens. Sehr schön. Nicht wirklich. Da einfach mal weitergerollt. Ich glaube, der klemmte in der Tür oder sowas. Aber ich mag die Stelle hier irgendwie so, wie das Haus steht mit der Mauer. Das sieht irgendwie cool aus. Den Baum in der Kreuzung. Gefällt mir. Die Leichen verschandeln das jetzt so ein bisschen, aber ansonsten. So, Schwarzzweig ist rechts. Ich bin jetzt eigentlich ein bisschen vom Weg abgekommen. Und das ist was? Das ist das, was mit Wasser umgeben ist. Was sehe ich denn da? Ja, ich würde sagen, das ist das hier, diese etwas größere Stadtdorf. Okay, da will ich aber jetzt eigentlich auch noch gar nicht hin. Wir müssen da runter.
Okay, einmal durchs Wasser. Schmeißt mir keinen Stein auf den Kopf, wenn's geht. So, dann checken wir nochmal, weil du bist derselbe, oder? Hä, du siehst genauso aus wie der andere Kaufmann, aber wir sind doch jetzt im anderen Kaff. Oder bin ich jetzt im Kreislauf? Schwarzzweig? Nee, ich wollte nach Mittelhain, nicht nach Schwarzzweig. Ja, eben. Hä? Schnellreise. Da, richtig. Der Kaufmann. Was hast du denn? Vizor. What else you have on offer? Corpse teeth and kidney stones. Hoffentlich nicht nur. Ah, nee, den habe ich irgendwann mal wohl. Greifenmuttergen, das? Achso, ja, so ein grünes halt verkauft. Ah, shit. Ich denke mal, sowas wird wahrscheinlich alle höchstens irgendwie so ein Kräuterhändler. Oder? Sowas in der Richtung. Ah, das nervt mich jetzt ein bisschen. Naja, aber jetzt kann ich ein bisschen was verkaufen. So long. Was wir auch machen können eigentlich ist, hier nochmal alles verstärken. Ich hoffe, das geht nicht verloren, wenn ich jetzt nicht die Lampe anmache. Wenn ich jetzt gleich Schnellreise benutze. Komm, da kommst du bestimmt durch. So. Schnellreise zu... Wo muss ich nochmal hin? Zur einsamen Hütte. Okay. Dann probieren wir nämlich mal die Kombination jetzt hier mit Aufwertungen und ich habe doch den Donner. Wenn ich richtig verstehe, vergiftet er auch. So, war jetzt nochmal hier das Schild zur Schnellreise. Ne, dein. Okay, es hält alles noch. Gucken, ob wir jetzt ein bisschen besser klarkommen. Ich mag das irgendwie nicht, wenn man so Nebenquests anfängt und sie abbrechen muss, weil es nicht klappt. Weil man irgendwas noch braucht, was man ja nicht hat. Ärgert mich so ein bisschen. Ah, nicht out, Axi. Und, ja. Gleich schon mal den Donner dazu. Das Problem ist natürlich jetzt auch, dass ich keine Pause einlegen kann beim Kämpfen. Weil sonst habe ich alles wieder rückgängig gemacht, was ich gerade aufgebaut habe an Schaden. Weil der Donner, jetzt habe ich in die Ecke gedrängt, ist nicht so effektiv. Ein bisschen, aber das reicht nicht. Ich müsste den pausenlos angreifen, dann den Werwolf. Nö, das macht ja auch keinen Sinn. Ich brauche da wirklich was Stärkeres. Es war ein Versuch wert. Der Donner ist nicht stark genug.
Weil in der Zeit, wo ich dann regenerieren muss, regeneriert der Werwolf dann auch wieder zu viel. Ich wollte gerade sagen, liegt da ein toter Bär? Nein, natürlich nicht. Das hätte mich auch gewundert. Wie der einfach da mal so liegt und so tut, als wäre ein Haufen Steine. Wieso hast du jetzt deine Steinwaffe draußen? Hallo? Wechsel mal. Ah. Irgendwie nimmt der gerade immer die Stahlwaffe. Wieso? Jetzt gerade ziemlich schnuppe, ob ich sterbe, weil ich jetzt eh keinen Erfolg hatte. Moment, ich kann doch so, stecke ich weg. Wie greife ich denn nochmal? Warte, das denn? Schon wieder? Also diese Bären hier sind schon ein bisschen irgendwie... Hallo? Einen getötet und schon kommt der nächste. Hab ich irgendwann mal einen Auftrag, bitte kille 10 Bären oder irgend sowas, dass das hier dauernd spawnt. Ich will doch nur den Werwolf töten. Wieso darf ich nicht? Okay, gucken wir mal uns unsere Quests rein. Wir haben noch Herrin des Waldes, blutigen Baron. Ich glaube, das ist auch eher eine größere Sache, oder? Was sieht's denn mit den Nebenquests aus? Soll ich doch mal den Typen aufsuchen? Oder ob die Kyra vielleicht das hat? Hexeraufträge habe ich keine. Doch, aber Level 10. Sprich mit dem Dorfältesten von Mittelhain? Ja gut, aber ich meine, Level 10 ist vielleicht doch noch ein Ticken zu viel, oder? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt fängt mein Nachbar wieder an mit dem Krach. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr im Video. Also wenn ich heute ein bisschen genervt bin, liegt es unter anderem an meinem Nachbar, der den ganzen Tag schon wieder am Rumhämmern ist. Irgendwie so, also am Pflasterstein rumhämmern, also im Boden richtig so, dass es meine ganze Wohnung dröhnt. Das ist echt so ein bisschen, sehr nervig. So, dann, ich weiß dann, ich habe vergessen, mir den Wecker zu stellen. Ich weiß nicht genau, wie lange ich jetzt aufnehme. Deswegen, damit ihr noch irgendwas gemacht bekommt, habe ich das Gefühl, ich brauche noch ein Erfolgserlebnis, dass wir jetzt, mal Richtung den Priester reiten. Der steht irgendwo an der Brücke zu Novigrad und, das Darwin wollte ich eigentlich noch nicht, aber mittlerweile bin ich schon Level 6, da kann ich mich vielleicht eher durchschlagen und da wenigstens mal irgendwie meine Belohnung abholen. Oder wir finden irgendwas dann auf dem Weg dorthin, was auch interessant ist. Ist mir beides recht. Oder was es mit meinem Wolf-Quest weiterhilft. Da haben wir dieses leicht verkühlte Dorf. Sorry, ich hab die jetzt gegen den Zaun gerannt. Aber es fertig. Müssen wir noch mal einmal durch. So. Und querfeld ein. Diese, Anzeige, wo ich hin muss, ist auch immer so ein bisschen... Hallo? Was macht ihr denn da? Come on. Banditen. Die rauben einfach die Leichen aus. Und ich meine, das ist auch was, was ich in der Regel tue, aber... Der steht mit Unterhose da.
Das gefällt ihm nicht, wenn ich das mache. So, so. Das sind aber relativ schwache Banditen. Was nicht heißt, dass sie mich nicht töten können. Okay. Sonst der in Unterhose sollte doch zu töten sein. Nicht weglaufen, ich bin noch nicht fertig. Der mit Schild, den machen wir später. Ups. Ach so, ich glaube, mit Axi ging das ganz gut. Nicht Art. Axi, Axi. Ja. Einfacher. Wesentlich einfacher. So, das blüht ja jetzt auch, außer du rennst weg. Aber ich glaube, so schlau bist du nicht. Jetzt kriege ich nicht nur eure Sachen. Wieso habe ich jetzt 10 Erfahrungspunkte dafür bekommen? Oh, hallo. Sondern auch noch die Sachen, die die gerade ausrauben wollten. Ich bin schon gemein. Apfel. So, die liegen jetzt wieder überall verstreut. Fuchsfell. Okay. Hatte ich auch noch nicht. Der Unterhosenmann. So, und dann da ist noch was. Hechtdraht. Weiße Myrte. Okay, welche Straße ist das jetzt eigentlich nochmal? Woher kommt man denn da, wenn man normalerweise auf die stößt? Vom Scheideweg, ach so, ja. Interessant. Ja klar, da muss ich jetzt eigentlich auch hin. Von daher. Wir haben noch ein Stückchen Weg. Soll ich gerade mal meditieren? So, Plötze. Komm mal, aber plötzlich. So, können wir wieder galoppieren. Das wird jetzt einmal quer durchs Dorf führen. Falsche Richtung. Einer dieser vielen Wegschreine. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Ein weiter Weg nach Novigrad. Ich ignoriere die Ertrunkenen. So, wo bin ich jetzt hier? Ist das nicht der Typ mit dem... Nein, das ist ein wilder Hund. Und ein Ausrufezeichen. Okay, Nebenquest. So kleines. Nehme ich auch. Ja, genau. Schlag den Hund mit deinen Fäusten. Super Idee.
Reden. Durch die Tür, okay. Come out. I'm not gonna hurt you. When did you last eat? A week back. Half a charred squirrel and a handful of berries. Ich hab doch bestimmt genug Essen dabei. Äpfel zum Beispiel. Here. Und Bratäpfel. You should have shared with the others. Und Wolfsliebe und so ein Kram. Thank you. Here, for you. For your kindness. Haben wir den Kindern mal was zu essen geben? Neuen Gegenstand erhalten? Ein Buch. Soll ich euch mal das Feuer hier anmachen? Dann das hält vielleicht ein paar wilde Hunde fern. Naja, vielleicht auch nicht. So, gibt's hier noch irgendwas außer dem Hundrest? Hundrest? Überreste. Soll ich euch helfen mit dem... Ja, ich helfe dir mit dem Feuer. Sekunde. Ohne ihn abzufackeln. Kann man sich nicht so anzünden? Ich will dem jetzt nicht wehtun. Nee, geht nicht. Komisch. Hat es mich so jetzt mir angezeigt? Ich dachte, ich könnte ihm da irgendwie jetzt... das Feuer anmachen. Nein? Was sind das für Blutspuren? Roasted a dog. Must have been pretty darn hungry. Jetzt kann ich's machen. Yay, ich musste nur irgendwie anders davor stellen. Bitteschön. Einmal gut durchgebraten. Sprach viele. Ne, die Puppe könnt ihr behalten. Ich nehme euch keine Puppe weg. Die Servierplatte auch. Verkauft die, es macht Geld. Könnt ihr euch Essen kaufen, dumme Kinder. Okay, jetzt haben wir wenigstens noch was gemacht noch. Haben ein paar Kindern geholfen, jetzt fühle ich mich schon wieder viel besser. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter Richtung Novigrad. Ich will nicht nach Novigrad rein, aber halt eben dem Priester, der da irgendwo bei einer Brücke steht. Einen Besuch abstatten, um meine Belohnung hoffentlich zu bekommen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.